Herzlich willkommen beim Videocheck über die Kosovi Heißluftfritteuse von Amazon. Mehr dazu auf jeden Fall nach dem Intro in diesem Video. Ab geht's. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck bzw. Test Deutsch und wir nehmen die Heißluftfritteuse heute mal genauer unter die Lupe. Für Leute, die nicht wissen, was das ist oder wie das funktioniert, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Fritteuse, eine herkömmliche Fritteuse, die macht das Ganze mit Fett. Und das Ganze könnt ihr euch sparen und Heißluftfritteusen arbeiten grundsätzlich mit heißer Luft. Was natürlich gesünder ist, da A, weniger Fett und B, auch noch geschmacklich besser ist, obwohl wir gar kein Fett haben. Klar, Fett ist Geschmacksträger Nummer 1, gar keine Frage, aber ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass man das hier nicht schmeckt. Die Pommes aus dieser Fritteuse oder die Chicken McNuggets oder die Fischstäbchen schmecken sogar noch besser. Es gibt verschiedene Modelle von Heißluftfritteusen und lasst euch auf jeden Fall da nicht beeindrucken, was für ein Ladevolumen das ganze Gerät hat. Dazu komme ich später auf jeden Fall nochmal. Das ist wie gesagt die Kosori und die kostet im Schnitt so Heißluftfritteusen zwischen 80 und 200 Euro, je nachdem was für ein Modell und eine Ausführung man natürlich hat. Bei diesem Modell, wie auf dem Karton zu sehen, Simple Touch, das heißt wir haben eine große Touch-Oberfläche, wo wir das Ganze mit bedienen können. Finde ich persönlich übrigens ganz wichtig, weil es gibt das Ganze natürlich auch mit diesen Drehreglern, aber da setzt sich natürlich die Verschmutzung hinter und das ist immer ein Schwachpunkt, wenn man so einen Drehregler dran hat, deswegen finde ich diese Touch-Oberfläche einfach mal genial, zudem man da natürlich verschiedene Programme einspeichern kann. Zusätzlich gibt es immer noch mal so ein Rezeptbuch mit dabei. Bei den besseren Fritteusen haben wir das eigentlich immer. Kann man aber auch zur Not im Internet nachlesen. Für mich super wichtig, Easy Cooking, dass man schon vorprogrammierte Sachen drin hat. Da braucht man nicht lange überlegen, was man da macht, sondern drückt einfach auf den Knopf, auf Start und los geht's. Die Kosori ist einer der einzigen Geräte, die ich bis jetzt getestet habe, die auf jeden Fall den Shake Reminder bzw. die Erinnerung fürs Schütteln mit drin haben. Gerade bei Pommes ist das wichtig, denn man muss ja überlegen, die liegen hier zusammen in dieser Schale drin und da, wo Pommes bedeckt, wird das Ganze natürlich nicht so knusprig und dadurch wird man erinnert, kann das Ganze schütteln, schiebt das wieder rein und der Automat macht weiter. Ich persönlich bin jetzt nicht der Pommesfreund, deswegen machen wir hier heute auf jeden Fall lecker Fischstäbchen. Für alle, die Pommes mögen, kann ich auf jeden Fall Erfahrungsbericht dazu abgeben. Es gibt keine geileren Pommes als aus der Heißluftfritteuse. Leute, die so ein Ding haben, sollen bitte unbedingt in die Kommentare einmal reinschreiben, wie lecker die schmecken. Und es ist nun mal gesünder, wenn man mit weniger Fett kocht. Und man schmeckt wirklich da keinen negativen Unterschied, sondern im Gegenteil, es ist sogar noch besser, als im Fett zu baden. Fangen wir an, legen wir unsere Fischstäbchen rein. Legen wir einfach unsere Schublade etwas vor. Ganz wichtig bei diesen Schubladen, ihr solltet auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass ihr diese entriegeln könnt, dass ihr den Korb getrennt von der Schublade aufbewahren könnt. Diesen Korb könnt ihr genau wie diese Schublade in die Spülmaschine packen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man sowas hat. Ist aber eine Anti-Haftbeschichtung. Das heißt, ihr habt da nicht so viele Probleme mit Verschmutzung. Und es ist wirklich tausendmal besser, als das Fett jedes Mal zu wechseln, vor allem gerade, wenn man Fisch gemacht hat. Und ein weiterer Vorteil ist bei diesen Heißluftfritteusen auf jeden Fall, man riecht das nicht. Man hat einen angenehmen Geruch, aber nicht diesen stinkigen Brat- und Fettgeruch. Das ist auf jeden Fall mit ein Kriterium, was in meinen Augen für so eine Fritteuse spricht. Und vor allem, dass es easy rein und raus geht, dass man das rausziehen kann, das kann man bedenkenlos so auf den Tisch stellen, das Ding hochnehmen und man hat auf jeden Fall keine Verbrennungsgefahr. So, Fischstäbchen rein. Also man bekommt eine ganze Packung Fischstäbchen auf jeden Fall auf einmal zusammengebraten. Wie ganz wichtig, man sollte hier bei einer Heißluftfritteuse die Sachen nicht übereinander legen. Denn da, wo die Sachen aneinander liegen, ist natürlich ganz klar, da bekommen die Fischstäbchen keine Luft. Ein weiterer Vorteil bei Fischstäbchen ist natürlich, dass es paniert und man muss die nicht wenden. Denn beim Wenden in der Pfanne fallen die natürlich auseinander. Kurze Rede, langer Sinn. Die Fischstäbchen müssen drin. Drücken den Anknopf, dann drücken wir auf Fisch und dann drücken wir auf Start. Wir sehen 8 Minuten, dann sind die Dinger fertig. Dann einmal unseren Play-Button und los geht's. Man kann selbstverständlich nachträglich noch die Zeiten ändern, die Temperaturen ändern. Wie gesagt, das sind die voreingespeicherten Sachen. Ganz besonders geil ist Speck, gerade zum Frühstück. Eine gute Fritteuse macht auf jeden Fall aus, dass wir verschiedene Menüs drin haben. Wir haben jetzt, wie ihr seht, auf Fisch gestellt. Die Zeit läuft hier runter, Temperatur ist schon voreingestellt. Wir haben hier für Steaks, für richtig geil auf jeden Fall, werden diese Bacon zum Frühstück, ihr kennt das, Bacon auf dem Brot, diese Fettstreifen, diese dünnen, die werden richtig knusprig.
Wir können Pommes machen, wir können auftauen und so weiter. Da gibt es wirklich tausend Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch selber Zeiten und Temperaturen einstellen. Ich lese ja immer wieder Kommentare, dass die Fritteuse zu klein ist, die muss viel größer. Und das stimmt in meinen Augen nicht. Man macht die Schale halb voll mit Pommes. Das reicht auf jeden Fall für 4 bis 6 Personen, beziehungsweise für den ersten Gang. Hat man die Pommes frisch drauf, dann lädt man nach. Und das Ganze dauert dann 10 bis 12 Minuten und sind die nächsten Pommes auch schon wieder fertig. Und dann kommen die vor allen Dingen warm, dann wieder auf den Teller. Also man kann bedenkenlos einen ganzen Kindergeburtstag mit so einer Maschine bedienen. Und wir müssen nicht einen riesengroßen Backofen voll machen und den erhitzen, wo hinterher die Dinger steinhart sind. Und wir müssen auch nicht stinkendes Fett in der Küche haben, sondern wir haben wirklich eine saubere Geschichte. Wir haben keine Folgekosten, außer die Stromkosten. Das Ding nimmt jetzt 1500 Watt ungefähr. Also nicht mehr als eine herkömmliche Fritteuse. Ich habe ja schon mehrere solche Geräte getestet und das ist eine der wenigen Sachen, die man auch wirklich tatsächlich benutzt. Ihr weißt ja, so Waffeleisen oder Sandwichmaker und so weiter. Das liegt dann irgendwann in der Schublade, aber das Ding benutzen wir wirklich jeden zweiten Tag. Kommt natürlich immer darauf an, was es gibt. Was auch schön ist, wenn man später von der Arbeit kommt, man kann sich eine Pommes reinmachen, Chicken Wings und so weiter. In der Mikrowelle schmeckt das aufgewärmt meist nicht so gut, als wenn man sich das schnell eben frisch fertig macht. Und das ist wirklich keine große Arbeit. Man kann natürlich auch Pommes und Chicken Wings oder Chicken McNuggets zusammen da reinpacken und man hat keinen großen Reinigungsaufwand. Ich persönlich wische da nur mit dem Zebra durch, weil das antihaft und gucke, dass ich unten aber mit dem Zebra die Krümel rausnehme. Also ich packe es vielleicht einmal im Monat, beziehungsweise meine Frau packt das einmal im Monat in eine Spülmaschine rein, weil es wird wirklich nicht dreckig. Kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Das sind die Kartoffelecken und die werden wirklich lecker damit, also gar keine Frage. So, die Zeit ist abgelaufen. Dann wollen wir noch mal gucken, wie unsere Fischstäbchen aussehen. Richtig geil. Also genau so müssen die Dinger aussehen. Ich möchte euch gar nicht vorkauen, die sind auf jeden Fall knusprig. Es gibt Sachen, die kann man da einfach nicht mit drin machen. Pizza geht da drin nicht. Diese Aufbackbrezeln gehen da drin nicht. Das muss man natürlich ganz klar wissen. Aber so die herkömmlichen Sachen, die man auch frittiert, die gehen super da drin. Gerade für Pommes, für Fischstäbchen, für Chicken, McNuggets, Chicken Wings und so weiter. Also da, top. Damit ich schnell essen kann, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Das Gerät ist sauber verarbeitet, hat einen vernünftigen Preis, also in der 80-Euro-Klasse ist auf jeden Fall wirklich top, kann man nicht meckern. Das Einzige hier vorne, das Display, das beschlägt natürlich schnell, weil natürlich hier die Hitze und teilweise der Dampf mit aufsteigt. Das Fach lässt sich gut rausnehmen, wir haben da unter nochmal ein Abtropffach. Beides ist mit Anti-Haftbeschichtung und wirklich gut und sauber verarbeitet. Für mich ganz wichtig, das Ding rutscht nicht vom Tisch, da kann man wirklich hin und her drücken. Es gibt natürlich auch einen Schwachpunkt bei diesem Gerät und das ist in meinem Fall das Kabel, das ist 1 Meter lang. Warum macht ihr keine längeren Kabel da dran? Man hat nicht immer überall eine Steckdose, in modernen Häusern vielleicht ja, aber nicht, wenn man ein älteres Haus hat. Aber im Groben und Ganzen kann ich das Gerät weiterempfehlen, 1/2 Stern Abzug, wie gesagt, für diese Kabelblamage, aber ansonsten gutes Gerät für wenig Geld. Ich hoffe also, ich konnte euch mit meinem Video weiterhelfen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Link in der Infobox einmal checkt. Der führt dann direkt zu Amazon hin. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr hier oben ein Abo da lasst. Also bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Paul Kramer vom Videocheck. Ciao.